Ich grüße euch zu unserem vierten Trainingsvideo für Schwertübungen für zu Hause. Heute gehe ich mit euch noch einmal die drei verschiedenen Arten Grundschläge durch, also die Ober-, die Mittel- und die Unterheue. Und danach werde ich euch eine sehr schöne Flow-Übung für verschiedene Schnitte und Schläge zeigen aus dem historischen Fechten, und zwar nach dem Meyer-Diagramm. Heute zeige ich euch die Aufwärmung mit Hilfsmittel eines Schwertes. Natürlich könnt ihr auch die normale Aufwärmung, die ihr aus dem Training gewöhnt seid, machen. Jetzt fangen wir zunächst erstmal an, indem wir uns schön stabil und gerade hinstellen. Wir nehmen das Schwert ins sogenannte Halbschwert, das heißt, wir nehmen eine Hand an den Griff, die andere an die Klinge. Und für die allererste Übung brauchen wir jetzt erstmal eigentlich noch gar nicht. Das heißt, ihr steht schon gerade und macht was für den Kopf. Also schön nach links und rechts gucken, das kennt ihr ja schon. Wiederholt das 5-6 Mal. Dann als nächstes neigt ihr den Kopf zur Seite. Auch das wiederholt ihr 5-6 Mal. Und zum Abschluss könnt ihr den Kopf über die Brust rollen. Und auch wieder das 5-6 Mal. So, für den nächsten Teil können wir schon dieses Schwert benutzen. Und zwar stehen wir schulterbreit da, nehmen das Schwert auf Brusthöhe und halten den Blick und die Knie geradeaus und drehen den Rest des Körpers so weit ein wie möglich und versuchen dabei, das Schwert immer auf einer Höhe zu lassen. Auch das wiederholen wir ein paar Mal. Und als nächstes werden wir bei der Übung immer die vordere Hand nach unten gleiten lassen und die hintere Hand hochziehen. Und nachdem ihr das 5-6 Mal wiederholt habt, darf sich jetzt auch der Oberkörper komplett mitdrehen. Okay. So, als nächstes haltet ihr das Schwert weiterhin so. Und ihr versucht das jetzt auf dem Boden vor euch abzulegen. Ihr haltet es aber kurz über dem Boden und dabei bleiben die Knie schon durchgestreckt. Und dann wandert ihr von dem linken Fuß zum rechten Fuß und wieder zum linken. Wenn ihr dabei schön den Rücken mit einrollt, könnt ihr beim Hochkommen schön über den unteren Rücken aufrollen. Und sobald ihr wieder gerade steht, führt ihr das Schwert hoch, streckt es komplett aus und geht einmal auf die Zehenspitzen. Das wiederholt ihr auch 3-4 Mal. Ihr geht immer vom linken Fuß zum rechten Fuß, wieder in die Mitte. Und jetzt rollt ihr über den Rücken auf, macht euch schön gerade, schön lang und streckt das Schwert hinauf. So, als nächstes gehen wir in Ausfallschritt. Nehmt das, halten das Schwert schön auf Gürtelhöhe und dehnen hinten den Unterschenkel. Jetzt wechseln wir hier die Position und machen das auch für die andere Seite. Und wechseln nochmal. Und noch einmal für die andere Seite. So, jetzt machen wir die Handgelenke ein bisschen warm. Wenn ihr ein Einhandschwert habt, macht das mit einer Hand. Wenn ihr zwei Handschwert habt, nehmt ihr beide Hände ran. Aber wechselt zwischendurch mal die führende Hand. Zunächst streckt ihr haltet ihr eure Hand ungefähr auf Bauchnabelhöhe, die Spitze nach vorne. Und jetzt aus dem Handgelenk lasst ihr die Spitze kreisen. Macht immer größere Kreise und sobald ihr große Kreise macht, werdet ihr wieder kleiner und sobald ihr in der Mitte angekommen seid, kreist ihr in die andere Richtung. Das macht ihr für beide Hände 2-3 Mal und geht dann über in eine Übung, wo ihr die Schulter kreisen. So. Zum Schulternkreisen legt ihr am besten das Schwert ab und lasst noch einmal die Schultern kreisen, schön in beide Richtungen und gegensätzlich und dann schüttelt euch komplett was. So, da fangen wir erstmal an, indem wir abwechselnd rechte Oberheue und linke Unterheue schlagen und dabei auch unsere Fußarbeit mit einsetzen, also auf der Stelle. Das heißt, jedes Mal ein Wechselschritt.
Wenn ihr das 10-mal gemacht habt, geht ihr auf die linken Ober- und Unterheue. Nachdem ihr das nochmal 10-mal wiederholt habt, macht ihr linke Mittel- und rechte Mittelheue. Und dieses Set an 30 Schlägen oder 60 Schlägen insgesamt wiederholt ihr dreimal. Dann kommen wir jetzt zu unseren Grundschlägen und indem wir diese Grundschläge am Übungspendel trainieren. Hier könnt ihr je nach eures Trainingsziels die Intensität anpassen. Das heißt, für den Schaukampf würdet ihr Schläge werfen, die als Schnitt enden und die das Pendel nicht zum Schwingen bringt. Da könnt ihr schon darauf achten, dass ihr Schläge weit ausholt und schön anzeigt. Oder falls ihr aus der Richtung des historischen Fechten das trainieren wollt, versucht schön gerade Schläge zu werfen, die ohne großes Ausholen des Körpers. Und dort wäre es dann okay, wenn ihr auch das Pendel mit einem vernünftigen Schnitt trefft. Ich würde sagen, es wäre gut, wenn ihr beide Arten trainiert, weil dann habt ihr auf jeden Fall das Feedback, wie doll ein Schlag von euch landet, damit ihr wisst, wie doll ihr den runterregeln müsst. Und dementsprechend, gerade auch für die historischen Fechter, ist es wichtig, die Schläge so zu werfen, dass ihr durchaus, wenn man dort jetzt ein Osterei aufhängen würde, das Osterei nicht kaputt hauen, um damit sozusagen ihre eigene Kontrolle zu schulen. Kommen wir zum Übungspendel. Wie ihr das schon kennt aus den Videos davor, würden wir einen Schlag hier drauf so werfen, dass wir es im letzten Moment als Schnitt abziehen. Zum Beispiel jetzt nur die Oberheue. Und wenn wir nun unsere Ober-Unterhau-Übung machen wollen, würde das eigentlich genauso funktionieren. Das heißt, wir starten mit dem linken Bein vorne, werfen den Oberhau, ziehen den Schnitt durch und werfen den Unterhau und ziehen den Schnitt durch. Achtet hier darauf, dass der Unterhau, wenn ihr das aus Perspektive des Schaukampfes trainieren möchtet, sehr tief unten landet. Wieder als Sicherheitsaspekt, weil ihr nicht den anderen aus Versehen ins Gesicht schlagen wollt. Nur hier als Übung bietet sich an, das zu machen. Im wahren Schaukampf würde sich der, wie letztes Mal schon gesagt, der Mittelhau wesentlich besser anbieten, wenn ihr sozusagen das Schwert von unten schlagen wollt. Okay, gehen wir jetzt einmal die drei verschiedenen Arten zu schlagen durch, indem wir wieder mit abwechselnd Ober-Unter, also immer den entgegengesetzten Heuer auf der Linie schlagen. Und ist auf der Linie, die von rechts kommt, die Oberheuer, dann linker Unterhau. Und hier zieht immer schön mit Schnitt ab. Und je nach Platz wandert auch schön um das Pendel herum. Dann geht ihr wie letztes Mal schon in Mittelheuer über. Wechselt dann dort nach 10 Wiederholungen in die Gegenlinie. Damit seid ihr auch nochmal die drei Arten von Grundschlägen durchgegangen, also insgesamt die sechs Grundschläge von den zwei Oberheuen von links rechts, die zwei Mittelheue von links rechts und die zwei Unterheue. Und habt die sozusagen immer im Flow geschlagen und immer auf den gleichen Linien geblieben. Ihr hattet jetzt in der Übung schon drin, dass es Übergänge gab, wenn ihr die sozusagen kontinuierlich macht, wo ihr zwischen dieser Ober-Unterhau-Linie auf die Mittelhau-Linie wechselt und dann auf die entgegengesetzte Unter-Oberhau-Linie. Und dazu gibt es im historischen Fechten eigentlich ein sehr schönes Flow-Diagramm, was euch hilft, alle Arten von Übergängen, wie ihr schlagen könnt, zu trainieren. Und zwar kommt die aus den Fechtquellen von Joachim Meyer, das war ein deutscher Fechtmeister
aus der frühen Renaissance, aus dem sehr, sehr späten Mittelalter. Und der hat für seine Schulen dieses, was wir heute Maya-Diagramm haben, entworfen. Und das ist eine Methode, wie ihr ja, die verschiedenen Übergänge schön in eine Schlagfolge bringen kann. Ich werde euch jetzt eine Übung zeigen, die aus dem historischen Rechten kommt, sich aber auf jeden Fall sehr gut eignet, um den Fluss bei den verschiedenen Schlägen, die wir auch im den Fluss unserer Schläge zu trainieren und auch den Übergang zu verschiedenen Schlägen, damit wir sehr schön flüssige, ausholende Bewegungen machen. Und zwar geht es um das sogenannte Maya-Diagramm. Von einem Fechtmeister aus dem sehr späten Mittelalter, eigentlich schon aus der frühen Renaissance, aus dem 16. Jahrhundert. Und der hat eine Schlagfolge erstellt, die eigentlich alle Übergänge zwischen Ober- und Unterhöhen drin hat und zwischen linken und rechten Höhen. Und zwar werde ich das verlinken. Das sieht wie folgt aus. Und ich werde kurz mit euch durchgehen, wie ihr das lesen könnt. Und zwar, was ihr da drauf seht, ihr seht die zwei Schlaglinien, und zwar die Linie von rechts nach links unten und von links oben nach rechts unten. Und dort habt ihr einen Haufen Zahlen. Diese Zahlen geben euch an, von wo ihr welche Schläge ihr schlagen sollt und in welcher Reihenfolge. Und zwar lest ihr das immer von außen. Das heißt, ihr habt als erstes rechts oben die 1 rechts oben und die 2 rechts unten. Das heißt, die ersten zwei Schläge werden von rechts oben nach links, von rechts oben geführt und der zweite dann von links unten. Und der dritte Schlag wäre dann ein rechter Unterhau und der vierte Schlag ein linker Oberhau. Und damit hättet ihr die erste Stufe dieses Diagramms durch. Das nächste wäre, ihr guckt dann in den zweiten äußeren Ring, dort seht ihr, okay, ich bin jetzt rechts unten und ich soll gleich von rechts unten nach links oben hauen. Das heißt, ihr schlagt dann auf dieser Linie und dann von links oben nach rechts unten, dann von rechts oben nach links unten und von links unten nach rechts oben. Und nun seht ihr, dass der nächste Schlag ein linker Oberhau sein muss. Das heißt, ihr müsst von hier einen linken Oberhau schlagen. Das heißt, ihr könnt den über den Kopf rotieren, schlagt den linken Oberhau und dann den rechten Unterhau und als nächstes dann den linken Unterhau und den rechten Oberhau. Und dann seid ihr schon im Zentrum angekommen, wo ihr mit dem linken Unterhau anfangen, den rechten Oberhau, den linken Oberhau, den rechten Unterhau. Und damit seid ihr einmal durch das Diagramm durch. Was sich anbietet, ist, wenn man dieses Diagramm einmal komplett durchgemacht hat, dass man dann gleich noch ein zweites Mal anfängt. Das heißt, man fängt sofort wieder in dem Äußeren an. Und das könnt ihr dann beliebig oft wiederholen, so viel wie ihr im Fluss seid. Was sich immer ganz gut macht, ist, wenn ihr dieses Diagramm nehmt und vor euch irgendwie befestigt. Jetzt habe ich natürlich kein Tape. Was sich ganz gut macht, ist, wenn ihr dieses Diagramm sozusagen sichtbar vor euch aufhängt und dann habt ihr gleich die Möglichkeit, euch die Schläge anzugucken. Natürlich könnt ihr diese Übung direkt mit Schlägen auf eurem Pendel kombinieren. Das heißt, ihr würdet einfach diese Zahlenfolge als Vorgabe nehmen, welche Schläge ihr machen sollt und dann mit Schnitten jeweils enden. Versucht euch da ein bisschen auszuprobieren. Ihr könnt gucken, ob ihr auf die Fußarbeit achtet oder nicht. Und trainiert schön fleißig, bleibt fit. Ich freue mich, da bald wieder mit euch trainieren zu können und wünsche euch ein frohes Osterfest. Bis nächstes Mal.